willkommen, meine Damen und Herren, zu Mystica TV. Heute geht es um zwei ganz tiefe menschliche Erfahrungen, die oft das ganze Leben verändern, nämlich Erwachen und Nahtoderfahrung. Haben diese beiden Dinge vielleicht sogar etwas gemeinsam? Darüber spreche ich heute mit Christian Meyer und mit Christine Brekenfeld. Herzlich willkommen. Ihr beide beschäftigt euch auf eure Art und Weise mit jeweils eine dieser Themen. Du bist spiritueller Lehrer, Diplompsychologe, Psychotherapeut, sprichst über Erwachen und vermittelst dies. Und du, liebe Christine, sprichst über Nahtoderfahrungen. Du bist Heilpraktikerin und machst noch verschiedene andere Dinge. Was machst du noch beruflich? Ich bin eigentlich Diplom-Ingenieurin und habe schon lange Jahre im Hochschulmanagement und in der Organisationsentwicklung gearbeitet. Aber seit ich bei Christian eine Ausbildung gemacht habe, nach seinen Methoden, arbeite ich auch als spirituelle Begleiterin und eben auch als Heilpraktikerin, aber allerdings für Psychotherapie. Okay, ja. Und eines deiner Spezialgebiete ist die Nahtoderfahrung. Und was ich so toll finde, weswegen ich mich freue, dass wir zusammen sprechen, ist, dass ihr beide wirklich wisst, wovon ihr sprecht. Ihr beide habt diese jeweiligen Erfahrungen gemacht. Du hattest tatsächlich eine Nahtoderfahrung. Das würde mich einfach mal als erstes interessieren. Magst du da mal davon erzählen? Von dieser Nahtoderfahrung soll ich erzählen, ja. Gut. Ja, diese Erfahrung liegt jetzt circa 8 Jahre zurück. Und die äußeren Umstände, die dazu geführt haben, waren die, dass ich hochschwanger war. Kurz vor dem errechneten Geburtstermin hat sich meine Plazenta vorzeitig gelöst. Und das bedeutet, dass ein immenser Blutverlust stattfindet. Also das Blut fließt nur noch so aus einem raus und in dieser Situation hatte ich eben eine Nahtoderfahrung. Also ich war da auch fast verblutet und ich konnte dem auch zusehen. Also ich habe gesehen, was da passiert und es war auch ein Moment, wo ich sofort wusste, ich sterbe jetzt. Und es war auch ganz klar, dass es jetzt so sein wird für mich. Wenn nicht rechtzeitig Hilfe kommt, dann wird es jetzt so sein. Und das war so, dass der ganze Körper, der Geist, alles ist dagegen angegangen, hat sich dagegen gewehrt, also mit allen vegetativen Symptomen, die man sich vorstellen kann, schwitzen, zittern, Zähne klappern. Und da war natürlich auch so ein, wie soll ich sagen, ein Gefühl von, nein, ich will nicht, wieso ich, vor allem wieso ich, wieso mir. Und das hat eine Zeit angedauert und es kam dann schon auch Hilfe, die ich gerufen hatte, aber die kam eben nicht so schnell, wie sie kommen sollte. Und es gab dann in diesem, ich will schon sagen, so einen Todeskampf oder Sterbekampf, der Körper hat sich eben da sehr gewehrt gegen, gab es dann plötzlich einen Moment, wo ein ganz tiefer Frieden eingekehrt ist, ganz plötzlich. Und in diesem Moment war auch das Gefühl da, okay, ich ergebe mich. Ich ergebe mich. Ich habe in dem Moment gemerkt, dass ich dieser Kraft, die da am Wirken ist, nichts mehr entgegensetzen kann. Und dieses Gefühl, ich ergebe mich, war mit diesem Frieden verbunden. Also ich hatte auch das Gefühl, es ist so ein, ich ergebe mich dem Leben, dem Tod, egal was jetzt kommt. Auch ohne zu wissen, was geschieht. Also es war für mich ganz klar, ich weiß jetzt nicht mehr, was passiert. Ich weiß es einfach nicht mehr. Und es war auch so ein Moment, wo in diesem Ergebe mich, hat sich dann auch mein Bewusstsein wie in einem Schlag über den ganzen Körper hinausgedehnt. Ich würde es nicht so beschreiben wollen, wie man das oft in der Literatur liest. So, ne, raus und an die Decke und man sieht alles von oben, so habe ich das nicht erfahren. Ja, genau, das sind ja so die üblichen Elemente, die oft genannt werden. Man erfährt sich als außerhalb seines Körpers, man hat eine visuelle Erfahrung, man begegnet vielleicht sogar verstorbenen Mitwesen, man sieht diesen Tunnel und dieses Licht. Das hattest du nicht? Oder hattest du Elemente? Nein, das ich bin da noch gar nicht zu Ende. Ich hatte in dem Moment das Gefühl, das ganze Bewusstsein dehnt sich in die Unendlichkeit aus, über meinen Körper hinaus. Also nicht nach oben weg, sondern wirklich so in einem einfach in die Weite, in die Unendlichkeit hinaus. Und dann war eben diese Gleichzeitigkeit da, dass auf der einen Seite dieses unendliche Bewusstsein da war, aber ich schon wahrgenommen habe, was mit dem Körper passiert. Und es war auch der Moment, wo ich wusste, ich bin nicht dieser Körper. Also es war da ganz klar. Und
Dann hatte ich schon diese Parallelerfahrung, von der auch viele berichten, ne? Zu merken, ah, was passiert mit dem Körper, was sagen die Leute, das war alles präsent. Aber diese Todesangst und dieser Kampf, der da vorher da war, es war alles weg. Es war dieser Frieden da, eine Stille war da und was da so geschehen ist mit meinem Körper, das konnte ich einfach so nehmen, wie es da nun auch geschehen ist. Und dann gab es den Moment, dass es mich so wie nach oben, schräg oben gezogen hat. In so einen Tunnel kann man es vielleicht nennen. Mhm. Ich selber habe immer gesagt, wie so ein organischer Strudel. Ich habe auch versucht, mich nicht von den Begriffen, die schon da so stehend für sind, so einnehmen zu lassen, sondern wirklich meine eigene Erfahrung zu beschreiben. Und für mich war es eher ein Strudel, das Organische, was mich aber gezogen hat. Also ich habe da nichts getan. Ne? So. Weil ich jetzt von ich spreche, dann meine ich dieses weite Bewusstsein. Und der Körper ist das, was da noch in dem Zimmer Aber war. Kann man sagen, das Einzige, was du vielleicht getan hast, war zu sagen, ich kann nichts mehr tun? Genau. Dieses Ich ergebe mich war ganz deutlich für mich. Das war auch nicht gesagt, das war so was Inneres. Ne? So ein Ich ergebe mich, ich lasse los. Ich kann nicht mehr, ich habe es nicht mehr in der Hand. So vielleicht, ich habe es nicht mehr in der Hand. Bis dahin glaubte ich ja, alles in der Hand zu haben, aber das war der Moment meines Lebens, wo ich wusste, ich habe es nicht mehr in der Hand. Und dann wurde ich da gezogen, eben in diesen Strudel. Es war schon sehr eng und am Ende war Licht. Ich habe mich auch oft gefragt, ob Licht der richtige Begriff dafür überhaupt ist, ob es was Lichtes ist, ob Lichtes passt eigentlich viel besser, weil es ist nicht so ein Licht, wie wir uns das in diesem Körper vorstellen, sondern es ist was Helles, was Lichtes. Was Lichtes passt eigentlich für mich sehr gut. Und ich wurde da einfach hineingezogen. Also da gab es auch keinen Stopp, sondern ich wurde da hineingezogen und ich hatte das Gefühl, dass ich mit diesem Lichten verschmolzen bin, dass ich eins geworden bin. Und das war eine unglaublich schöne Erfahrung, weil es war ein Gefühl von Glückseligkeit und Liebe, von unendlicher Liebe, unendlicher Liebe. Und auch ein Gefühl von Frieden und ein Gefühl von Stille und auch so eine Erfahrung von dort da angekommen zu sein, wo ich hingehöre. Also ein Gefühl von zu Hause angekommen zu sein, so. Später haben mich auch andere gefragt, ob es nicht das Gefühl ist, da komme ich her, aber das ist völlig verkehrt, sondern es ist so ein Gefühl oder so eine Erfahrung von, da gehöre ich eigentlich hin. Was ganz einfach ist, es war so eine Erkenntnis, die ganz einfach war, da gehöre ich eigentlich hin. Das war das Schönste, was ich bis dahin je erfahren habe. Warst du da eine ganze Weile dann in diesem Zustand? Die Zeit, die irdische Zeit war relativ kurz, also vielleicht eine Viertelstunde, so 20 Minuten, das kann ich nicht genau sagen, weil in diesem Moment, wo dieses Bewusstsein sich so ausgedehnt hat, gab es auch keinen Raum und Zeit mehr. Da war das Raum- und Zeitgefühl völlig weg und auch das Gefühl für Vergangenheit und Zukunft war völlig weg. Es gab nur noch diesen Augenblick. Und ich kann nur anhand der Krankenhausakte nachher kann man nachvollziehen, wie lange es ungefähr gedauert hat. Ne? Und ich habe schon währenddessen auch gemerkt, okay, der Körper wird ins Krankenhaus gebracht. Also das habe ich ja alles mitbekommen. Ne? Auch dann die Ankunft im Krankenhaus, die Hektik, die Notoperation, die Frau stirbt uns weg. Ich habe erzählt, dass ich hochschwanger war und mein kleiner Sohn ist gestorben. Er hat es nicht überlebt. Und ich habe auch gehört, wie die Ärzte das gesagt haben. Das Kind ist tot, wir haben keine Herztöne. Und es war für mich in dem Moment aber nicht tragisch oder ja, es war so, dass alles gut ist. Ich wusste, es ist alles gut, so wie es ist. Und das, was da eigentlich passiert ist, das ist eigentlich nicht Wirklichkeit, sondern das, was ich erfahre, das ist die Wirklichkeit. Mhm. So. Hast du diesen Zustand auch weiterhin ein klein bisschen beibehalten können oder bist du dann erstmal wieder ganz ins sogenannte Alltagsbewusstsein zurückgekehrt? Also es war so, ich kann nicht sagen, wie ich zurückgekehrt bin in den Körper. Also da weiß ich nichts von oder kann mich nicht erinnern.
Und als ich aufgewacht bin, war das so, dass da eine ganz große Enttäuschung da war. Es war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, verdammt, das gibt's doch gar nicht, jetzt bin ich wieder hier drin. Mhm. Es war wirklich eine große Enttäuschung. Ich habe auch gemerkt, ich will da gar nicht sein. Und der Körper oder im Körper sein fühlte sich sehr, sehr eng an, ganz beklemmt und es war ganz eiskalt. Es war ein großer Unterschied zu dem, was ich da vorher erfahren hatte. Und der Körper war natürlich auch in einem sehr mitgenommenen Zustand. Ich hatte sehr viel Blut verloren und war natürlich dann auch in einer sehr körperlich sehr schlechten Verfassung. Und es war so, dass am Anfang schwankte das immer sehr hin und her. Auf jeden Fall waren diese Erfahrungen ganz da. Also ich habe gemerkt, dass sich mein Bewusstsein was völlig verändert hatte, ne? Es war natürlich immer wieder gemischt mit dem körperlichen Schmerzen und natürlich auch mit der Trauer darüber, dass mein Sohn verstorben war. Das mischte sich am Anfang sehr, aber es war für mich so, dass ich gemerkt habe, ich sehe die Welt mit ganz anderen Augen. Es hat sich irgendwas wirklich grundlegend verändert. Also die Farben waren intensiver, die Geräusche, alle Sinneseindrücke und was vor allem für mich ganz neu war, dass es still war. Ich kann es heute mit den richtigen Worten sagen. Damals wusste ich nicht, was passiert war, aber heute weiß ich, die Gedanken hatten aufgehört. Mhm. Ja, also es war was völlig anders als vorher und das hat eine ganze Zeit angehalten. Mhm. Bestimmt ein Jahr, anderthalb Jahre hat es auf jeden Fall in der Intensität angehalten und hat mich aber auch dazu bewogen, mich von der Welt sehr zurückzuziehen, weil ich gemerkt habe, dass ich in diesem Bewusstseinszustand mit der alltäglichen Welt gar nicht mehr richtig kommunizieren kann oder zurechtgekommen bin. Und es ist auch schwer, ich sage jetzt einfach mal normalen Menschen zu begegnen, die können mit solchen Erfahrungen nichts anfangen und möchten eigentlich davon auch nichts hören und möchten auch vom Sterben und vom Tod nichts hören und tun sich sehr schwer damit. Ja. Deswegen aber umso ermutigender, deine Geschichte zu hören, weil es ist ja bekannt, dass angeblich sogar 3 bis 4 Millionen Deutsche so eine Erfahrung ähnliche Erfahrung schon gemacht haben. Mhm. Und da gibt es auch Forschungen in dieser Richtung. Genau. Ja, bei dir ist es also dieses Einheitsgefühl ist langsam ein bisschen zurückgegangen und ich kürze es mal etwas ab, weil ich deine Geschichte kenne. Und irgendwann bist du dem Christian Meyer begegnet. Ich bin irgendwann dem Christian Meyer begegnet. Das Leben hat mich dahin geführt, so würde ich das sagen. Ja. Na, es war auch eine schwere Zeit, das muss ich schon dazu sagen. Ne? Es war eine sehr schwere Zeit, ne? Mit so einer Erfahrung zu sein und niemanden zu haben, darüber sprechen zu können. Ich hatte viele Fragen. Ja, wo war ich denn da? Was ist passiert? Ne? Also ich wollte jemand fragen, ich wollte mit jemandem darüber sprechen, aber es gab natürlich keine Möglichkeit. Ich war auch bei einem Psychotherapeuten, aber das war nicht erfolgversprechend. Ja, lieber Christian, wir haben vorher schon ein bisschen kurz gesprochen miteinander, aber vielleicht erzählst du noch mal ganz kurz, was ist deine Arbeit? Wie hilfst du Menschen, die zu dir kommen? Ja, zu mir kommen Menschen, die spirituell wachsen wollen, geistig größere Tiefen finden wollen, Menschen, die aufwachen wollen. Aufwachen bedeutet, dass man nicht mehr nur in den Gedanken und Gefühlen hier oben lebt, sondern in dem weitaus größeren, unendlichen, tiefen Raum. Wenn man von dem aus lebt, dann ist es leicht, eine Gleichmut und eine Gelassenheit an den Tag zu legen. Und da erfährt man einen Frieden, den man vorher nicht gekannt hat. Und Aufwachen bedeutet, dass ich so tief mich in diese Unendlichkeit hinein auflöse, dass das von da ab mein dauerndes Sein wird. Das kann man sich so vorstellen, wenn was zu tun ist oder was auftaucht, dann tritt das mehr in den Hintergrund. Aber auch da bleibt es immer und mal, wenn alles getan ist und Ruhe ist, dann kommt es mehr in den Vordergrund, dieser Frieden und diese Unendlichkeit. Dass Menschen kommen zu mir, um darin unterstützt zu werden, weil sie auf der Suche danach sind. Ja, und du warst vielleicht auch bewusst oder unbewusst weiter auf der Suche, vielleicht auch aufgrund dieser auch leidvollen Erfahrungen danach, wie du schon erzählt hast. Genau. Bist du dann eher zufällig zu Christian gekommen oder hattest du schon immer wieder von ihm gehört? Wie ist das passiert und wie war deine erste Begegnung mit ihm?
Ja, also ich war auf der Suche vor allem nach jemandem, der mir was dazu sagen konnte, zu dem, was ich da erfahren hatte. Und ich bin dann Gott sei Dank bei einem Psychotherapeuten gelandet, der mir gesagt hat, Sie müssen sich jemanden suchen, der sich mit spirituellen Erfahrungen auskennt. Ich kann Ihnen gar nicht helfen und niemand kann Sie da unterstützen, der sich mit solchen Erfahrungen nicht auskennt. Und das war natürlich für mich schon mal ein großer Hinweis, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte bis dahin mit Spiritualität und spiritueller Arbeit gar keine Erfahrung, auch kein Interesse dran. Also mich hat es mit dieser Nahtoderfahrung wirklich da in, sag ich mal, in Erfahrungen gebracht, die ich vorher nicht kannte und die ich auch nicht einordnen konnte. Das heißt, du hast auch gar nicht jetzt Bücher gelesen über Nahtoderfahrungen und Spiritualität? Doch, das habe ich natürlich. Das schon? Ich habe natürlich Bücher über Nahtoderfahrungen gelesen. Das hast du es dann verglichen und gemerkt, das ist nochmal was anderes, was ich erlebt habe? Nö, es war mir schon klar, dass es eine Nahtoderfahrung war, aber ich habe auch gemerkt, es gibt kaum jemanden, der da, es gibt viele Leute, die drüber schreiben und die glauben, wenn man so eine Nahtoderfahrung hatte, dann könnte man Aussagen machen darüber, was dann später nach dem Tod passiere und so. Da gibt es ja irgendwie reihenweise Literatur. Aber wirklich jemand, der sagt, nein, ich kann dich unterstützen, diese Erfahrung wirklich da sein zu lassen, ins Leben zu integrieren, auch mit dieser Erfahrung zu leben, das war sehr schwer, da jemand zu finden. Ja, ich verstehe. Und nein, ich habe von Christian vorher noch nichts gehört, sondern ich habe eine ganz alte Freundin wieder getroffen, die ich 25 Jahre nicht gesehen habe und die Osho-Schülerin ist und die sich auch dadurch eben sehr mit spiritueller Arbeit auskennt. Und wir haben uns eben nach 25 Jahren zufällig wieder getroffen und sie hat mich angeschaut und gesagt, du musst zu Christian Meyer gehen. Ja, so war das. Ja. Ja, und dann begann, ich weiß nicht, vielleicht ein gemeinsamer Prozess, in dem du vielleicht Christiane erstmal geholfen hast, das einzuordnen oder was, wie würde ihr das beschreiben? Ja, sie hat mir die Qualitäten ihrer Erfahrung beschrieben, diese Lehre und all das. Ich wusste insoweit darüber Bescheid, weil ich wusste von einer Freundin, die aufgewacht war, die so in der Nähe des Todes gewesen war. Und aus der Literatur wusste ich einiges und das war mir ziemlich klar, dass eine Nahtoderfahrung so ein halber Schritt in das Aufwachen ist. Ein halber Schritt, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und deswegen habe ich dann unmittelbar mit ihr angefangen zu arbeiten. Und das hat nicht lange gedauert, bis sie aufgewacht ist, bis sie also in diese Tiefe gefallen ist, in diese Unendlichkeit und sich so sehr darin aufgelöst hat, dass sie seitdem da drin bleibt. Und von da aus lebt. Immer, damit das deutlich ist, wenn man sich mit schwierigen Sachen beschäftigt, wenn man eine komplizierte Arbeit zu tun hat, wenn man vielleicht auch einen Ärger hat mit dem Chef oder mit der Institution, wo man arbeitet oder so etwas, dann tritt diese Leere und Unendlichkeit ein Stück in den Hintergrund. Und wenn man das dann beendet hat oder wenn es Abend ist oder so, dann kommt es wieder in den Vordergrund und so. Und dann habe ich mit ihr gearbeitet, einige Wochen lang, glaube ich. Ne? Nicht so lange. Nicht so lange? Nein, vielleicht. Weiß nicht, vielleicht doch 5 Monate? Nee, 4 Monate so vielleicht. Höchstens. Höchstens, ja. Nein, nicht 5 Monate. Nee, ne? Wir haben ja dahinterher noch, ja, das stimmt. Nachdem du aufgewacht warst, haben wir dann noch weiter gearbeitet. Dann war das nicht lange, 3, ja. 8 Wochen vielleicht, genau, oder so. Vielleicht 8 Wochen, ja. Das ist natürlich faszinierend. Also es ist sozusagen ja auch irgendwo etwas Tröstendes für Menschen, die auch eine Nahtoderfahrung hatten, einfach mal zu überlegen, was könnte das noch für mich bedeuten. Gibt es da jetzt große Unterschiede? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Hat jeder Mensch mit einer Nahtoderfahrung die Möglichkeit, leichter zu erwachen? Viele Fragen auf einmal. Vielleicht erstmal die Unterschiede. Ja. Also wir müssen dazu zuerst mal sagen, wir erforschen das jetzt seit einiger so Zeit. Ist es. Wir haben, wir haben das wahrscheinlich, wie man uns sagt, das größte Forschungsprojekt im deutschsprachigen Raum über Nahtoderfahrungen. Und Aufwachen, ne? So, also über die über Nahtoderfahrungen und Aufwachen, genau. Ja, ja, es gibt ja zig Forschungsprojekte, aber das wir wollen ja genau diesen Punkt. Wir wollen herausfinden, ob die Nahtoderfahrung ein Schritt sein kann, den man dann erweitert und vertieft, dass es nicht nur eine Erfahrung bleibt, die so im Hintergrund ist und die nur eine Erinnerung ist, sondern zu der dauernden Seinsweise führt, wie es durch das Aufwachen geschieht. Und wie geht ihr da vor? Also was macht ihr da für Forschungen?
Wir befragen die Leute, genau. Du hauptsächlich, ne? Genau, also wir haben über 30 Menschen befragt mit Nahtoderfahrungen und ungefähr 20 Menschen, die eine Aufwacherfahrung gemacht haben. Mhm. Vorwiegend natürlich Schüler von Christian Meyer, weil es finden sich auch aus anderen Traditionen nicht so viele, muss man ja ehrlicherweise sagen. Aber auch wir haben Menschen aus anderen spirituellen Traditionen befragt. Und wollen das jetzt eben in der Studie vergleichen, das auswerten, qualitativ auswerten, um zu schauen, wo gibt es eigentlich Überschneidungen bei dem, was die Menschen erzählen. Und zwar nicht nur in der Erfahrung an sich, sondern auch mit dem, wie sich danach eigentlich das Leben verändert und was dann passiert und wie lange diese Erfahrung anhält und was man auch dafür tun kann, dass sie andauert. Ne? Oder, ne? So. Also das ist so das, was wir erforschen. Ja, und ich denke, es gibt zuerst mal zwei grundlegende Überschneidungen. Bei der Nahtoderfahrung scheint es, wie fruchtbar die ist und wie die auch erinnert wird und ob überhaupt, scheint ein wesentlicher Faktor zu sein, ob derjenige an einen Punkt kommt, wo er dem Tod zustimmt oder ob er bis zum Schluss dagegen ankämpft. Wenn er dem zustimmt, dann öffnet er sich eher für diese Erfahrung. Das ist... Und beim Aufwachen ist es genauso, ohne mich so vollständig zu öffnen und hinzugeben, passiert gar nichts. Und es gibt eine zweite strukturelle Ähnlichkeit. Bei der Nahtoderfahrung fühlt derjenige sich hindurchgezogen durch einen Tunnel. Und zwar tatsächlich so, dass er sich gezogen fühlt. Beim Aufwachen fühlt jemand, wie er nach unten fällt und typischerweise durch eine Enge, die man, das ist jetzt ganz schwierig, sie als Bild zu beschreiben, weil als Bild taucht es nicht auf, sondern als Erfahrung. Ich erfahre mich durch eine Enge fallend, so als wenn es ein Schacht wäre, ein Schlot, ein Kamin. Aber das ist jetzt ein Bild. Aber die Erfahrung ist, dass das Fallen eng wird. Und das scheint mit dem Tunnel auch zu sein. Es ist aber so, dass beim Aufwachen dieses Fallen deutlich und immer nach unten geht und bei der Nahtoderfahrung oft so in die Waagerechte beschrieben wird. Jetzt scheint es einen weiteren Unterschied zu geben, dass bei der Nahtoderfahrung die Menschen mehr im visuellen Raum sind. Eben all diese Eindrücke, sehen, diese Begegnungen. Wobei man dann auch nicht genau weiß, ob sie Erfahrungen hinterher in visuelle Bilder kleiden. So wie ich jetzt gerade auch vom Schlot gesprochen habe und Kamin. Ne? Der Verstand muss es ja irgendwo auch einordnen können. Man versucht ja mit den Worten, die einem nachher zur Verfügung sind, in diesem Körper, das zu beschreiben, was eigentlich mit diesen Worten gar nicht zu beschreiben ist. Das ist wie ganz du sagtest, Licht. Ja, genau. Und jeder nutzt natürlich die Worte, die ihm für so eine Erfahrung am ähnlichsten erscheinen und so. Und dann lesen natürlich viele Menschen die Literatur, es werden immer die gleichen Begriffe benutzt, dann denken die, genau, so war das bei mir auch, ich benutze auch diesen Begriff. Von daher ist es sehr schwer, also ich finde es sehr schwer, dafür Worte zu Beispiel finden. Meister Eckhart, der die deutsche Sprache wesentlich bereichert hat, der spricht da von dem lichten Dunkel und dem dunklen Licht, um dem Menschen zu zeigen, das ist, das Dunkle und das Licht ist was Visuelles, aber da fängt plötzlich eine Erfahrung an, die beides ist und weder noch. Und das kann man nicht wirklich als dunkel beschreiben. Man kann auch hinterher durch den Abgrund, die Enge hindurch, wo es sich weitet, manche erleben das dann als sehr lichtvoll. Aber das ist nicht wesentlich. Wesentlich ist, dass es weit wird. Und die Weite ist kein visueller Eindruck, sondern ein Erfahrungseindruck. Aber die Nahtoderfahrenen scheinen mehr im Visuellen das zu erleben. Also wenn du jetzt das gerade so beschreibst, dann ist dieses Lichte, was ich beschrieben habe, schon auch was Weites. Schon auch, aber es ist doch es ist was Lichtes, Weites, so würde ich es beschreiben. Aber es ist doch eher ein visuellerer Eindruck. Also irgendwie vielleicht sowas wie Licht, aber mehr als Licht und weit, weiter als das Wort weit. So, es gibt ja auch manche Mystiker, die sagen, ich kann Gott am besten beschreiben, indem ich all das sage, was er nicht ist. Oder so. Okay. Also ich habe ja nun die Aufwacherfahrung auch gemacht und die ging deutlich eben, war ein deutliches nach unten Fallen in die Tiefe und in die Unendlichkeit.
Die Erfahrungsqualität ist die gleiche, aber tatsächlich ähnlich wenigstens, ja. Aber die Richtung ist tatsächlich eine andere. Das habe ich so erfahren, das kann ich schon sagen. Die Richtung ist eine andere. Also das heißt, es gibt richtig, ja, ich sag mal, eine Mischerfahrung in dieser Sache. Mischerfahrung nicht. Nein, Mischerfahrung nicht. Das heißt, es Christine hat ja beide. Mhm. Es gibt nämlich die Hypothese, die wir haben. Wir haben uns sehr grundsätzlich gefragt, woher kommt es, dass eine Erfahrung des Aufwachens tatsächlich sehr oft, nicht ganz immer, aber doch eigentlich nahezu überwiegend, konstant bleibt für das ganze Leben. Während die Erfahrung des Aufwachens, wir wissen nicht einen... Der Nahtoderfahrung, wir wissen nicht einen Fall, wo das von alleine angehalten hätte. Ich verstehe. Ja. Mhm. Das ist was sehr Typisches. Ja, das ist was sehr Typisches. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass natürlich Menschen, die jetzt oder gerade bei dir aufwachen, natürlich auch für sich selbst dann auch, sag ich mal, ein gewisses, ja, gewisse Methoden an der Hand haben, ne? Ich kenne zwei Menschen, damit zu arbeiten. Ja. Ich kenne zwei Menschen, die ohne spirituellen Lehrer und ohne Unterstützung aufgewacht sind. Und hat angehalten. Die eine hat es, bei der einen hat es stabil angehalten und bei der anderen hat es auch stabil angehalten. Da weiß ich das jetzt seit einem Jahr und bei der anderen über Jahre. Okay, gut. Also das kann auch von alleine geschehen. Mhm. Zwar selten, aber geschieht und hält dann an. Mhm. Und das kann damit zusammenhängen, dass das Fallen in die Tiefe grundlegender ist und dauerhaftere Veränderung einleitet, während dieses Gezogenwerden in die Waagerechte eine begrenzte Erfahrung zur Folge hat. Vielleicht auch so, der Blick in die Waagerechte ist eher wie eben ein Blick dorthin und das andere ist vielleicht mehr im Inneren selbst. Mhm. Es ist wie eine psychische Schwerkraft, die einen nach unten fallen lässt und dann wird ein Sog erlebt, dass man gezogen wird. Mhm. Ja, wir haben eben mit keinem Menschen gesprochen, der eine Nahtoderfahrung hat, wo das dauerhaft angehalten hat. Genau. Das nicht. Und wissen wir aus der Literatur so jemanden? Ich wüsste es jetzt nicht so aus dem Kopf, nee. Und es gibt halt viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben, die berichten, dass sie eben so eine große Sehnsucht haben, wieder zu dieser Erfahrung zurückzufinden. Ja? Es ist ja auch in dieser Nahtoderfahrung, dadurch, dass es kommt ja ganz überraschend. Ne? Es ruft ja keiner vorher an und sagt, Achtung, jetzt und so. Sondern es kommt ja, man wird ja völlig da reingeworfen. Und ich glaube, es entsteht erstmal der Eindruck, so war es bei mir auch, dass man irgendwie aus dem Körper, man hat das Gefühl, man geht aus dem Körper raus. Also entsteht der Eindruck, dass was ich da gefunden habe oder wo ich da war, das war draußen, das war außerhalb. Mhm. Ja? Und für mich war das auch so. Ich habe irgendwie gedacht, ich muss raus oder ich muss irgendwie nach oben, um das wiederzufinden. Und für mich war eben in der Arbeit mit Christian das Entscheidende, eine innere Richtung zu finden. Dass überhaupt da jemand ist, der erstmal nicht sagt, oh Gott, was erzählst du denn da? Ich möchte davon nichts hören. Sondern Christian war der Erste, der zu mir gesagt hat, ja, solche Erfahrungen gibt's, das kann passieren. Das, das ist durchaus im Rahmen dessen, was man erfahren kann. Und das war für mich total hilfreich. Ja. Also dann ist die Deutung des Ganzen wahrscheinlich einfach sehr, sehr wichtig. Weil es gibt eben eine Reihe von esoterischen Büchern, wo dann Nahtoderfahrung, jenseitige Welt und Engel, das ist wunderbar. Dann es ist ja eigentlich eine Sehnsucht nach etwas weg von einem selber. Genau. Während es hier ja eigentlich darum geht, mehr in meine eigentliche Essenz zu kommen. Genau. Ist das so? Genau. Ja. Und für mich war das die große Erkenntnis überhaupt zu bemerken oder zu erfahren, das, was ich suche, das ist nicht irgendwo draußen im Himmel oder sonst wo, sondern das ist in mir selbst, in meinem Herzen. Und es ist auch heute so für mich, dass ich weiß, ich war in meinem Herzen, tief in meinem Herzen, in der Unendlichkeit, in der Stille, in der Wahrheit. Und das ist nicht irgendwo außerhalb zu finden. Eigentlich faszinierend, wenn man bedenkt, dass es wirklich so vielen Menschen geschehen ist, die wenigstens sich ja trauen, darüber zu sprechen. Vielleicht hilft das ein bisschen, wenn das Menschen sehen. Wirklich faszinierend. Wir haben dann ja im Nachhinein gefunden, dass unter meinen Schülerinnen und Schülern ein paar, eine Handvoll vielleicht? Ja, eine Handvoll. Da sind, die eine Nahtoderfahrung hatten und daraufhin mich gefunden haben, ohne mir das jetzt zu erzählen. Genau.
Genau, ne, oder die dann plötzlich, als du erzählt hast, ja, ich bin auch eine von denen. Genau, und, so, und die, ne? Die vor allem auch diese Sehnsucht hatten, aber die das nicht mit der Nahtoderfahrung in Verbindung gebracht hatten, sondern die dann zwar auf die spirituelle Suche gegangen sind, aber diese Erfahrungen nicht zusammengebracht haben. Also sehr spannend. Ihr forscht da weiter. Wie wird eure weitere Arbeit aussehen? Habt ihr vor, ein Buch zu veröffentlichen oder... Ja, haben wir. Ja, wir haben vor, ein Buch zu veröffentlichen. Und wir haben auch die Zusammenarbeit mit einer Abteilung von der Universität gefunden in Berlin. Genau. Und sind aber gerade in der Auswertung der Interviews und es wird auch noch eine Zeit brauchen. Also es wird noch eine Zeit dauern, aber es soll auf jeden Fall ein Buch entstehen und in der ich auch über meine eigene Erfahrung berichten will. Also aber nicht nur aus von der Nahtoderfahrung, sondern eigentlich über meine Erfahrung dann auch in der Arbeit mit Christian. Auch wo mich es hingeführt hat dadurch, weil mein Herzensanliegen ist, Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben, zu sagen, das ist nicht eine Erfahrung, damit man weiß, wie es danach ist, sondern das ist wirklich eine Erfahrung fürs Leben. Das ist wahrscheinlich wichtig, also sozusagen wirklich auch zu integrieren in den Alltag. Ganz genau, es in den Alltag zu integrieren und es auch ins Leben zu tragen. Sehr, sehr spannend. Ja, dann danke ich euch für dieses Gespräch und ich glaube schon, dass es eine Anregung für viele Menschen ist, ein bisschen zu schauen, was sind das für tiefe Erfahrungen, die ich vielleicht auch schon gemacht habe. Hat das vielleicht sogar mit einem kleinen Erwachen zu tun? Wir werden es weiter Vielleicht auch ganz kurz, es ist halt auch gerade interessant für Menschen, die eine Nahtoderfahrung haben. Wir bieten auch Seminare an, wirklich für Menschen mit Nahtoderfahrung, die Unterstützung und Begleitung suchen. Also es ist durchaus so, dass man da auf uns zukommen kann. Schön. Und um das ein bisschen mehr auch für sich selber einordnen zu können. Ja, um es ins Leben zu integrieren. Sich auszutauschen, das ist ja, glaube ich, auch gut. Und dann aber weitergehen, daran zu arbeiten, dass dieser Anstoß von Transformation, dass der sich so vervollständigt, dass es zu einem wirklichen tieferen Ruhen in dieser Unendlichkeit führen kann. Also zu dem Aufwachen, zu dem, was man so nennt. Wunderbar. Ich danke euch für das Gespräch. Und ich werde es weiter verfolgen. Wir werden sicher auch darüber berichten, wenn es Neues gibt. Ich freue mich schon aufs Buch. Viel Erfolg euch weiterhin bei euren Forschungen. Dankeschön. Danke auch Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Mystica TV.